Hallo Leute und herzlich willkommen, ich bin der Promise RP und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ja Leute, und zwar heute mal ein ganz normales Gameplay, Let's Play, wie man es auch immer nennen möchte, und zwar mit Inside. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, was das für ein Titel ist, aber ich muss sagen, mir hat dieses Spiel, irgendwie hat es was, was mich anzieht, und ich habe mir einfach mal den Trailer angeguckt und dachte mir, komm, das musst du einfach mal ausprobieren. Wie ihr seht, es ist von der Seite und es ist einfach nur wunderschön, etwas trostlos, wie ich sagen würde. Trostlos ist irgendwie so meine Art, Farben zu beschreiben. Ihr seht, es ist so düster, atmosphärisch und deswegen werde ich auch gar nicht so viel reden in diesem Spiel, wenn man einfach diese Atmosphäre mitkriegen muss. Wir müssen eigentlich einfach nur springen, ein bisschen interagieren und ja, mehr weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Aber natürlich wunderschön, dass ihr wieder eingestellt habt zu einem neuen Video. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind in irgendeinem Wald. Und wunderschöne Animationen, wie man sehen kann. Was ist das? Okay, da werden ganz schön viele Menschen in einem LKW wegtransportiert. Was das jetzt zu heißen hat, das ist eine gute Frage. Ich möchte mich übrigens nochmal entschuldigen, dass nicht so viele Videos in letzter Zeit kommen, aber das liegt einfach daran, dass ich absolut am Ende bin, einfach mit meinem kompletten Alltag, und ich habe Schule und ich muss arbeiten. Für die einen ist das natürlich ganz normal, aber für mich ist das irgendwie so total die Überwindung. Und deswegen tut mir das schrecklich leid, dass ja, vielleicht nicht jeden Tag ein Video kommt. Da stehen irgendwelche Menschen mit Masken und die suchen uns. Kann das... Oh Gott, nein. Die kommen jetzt aber nicht zu uns, oder? Also die Animationen und einfach dieser Grafikdetailgrad ist einfach nur wunderschön. Dieser Wald sieht so krass aus. Das ist ja einfach nur beeindruckend. Guck mal, hier steht ein Kühlschrank. Bist du ein Kühlschrank? Ich glaube, wir müssen hier irgendwie rüber. Und da hinten ist, glaube ich, dieser LKW, der gerade diese ganzen Menschen weggekarrt hat. Immer interessant. Ah, okay, wir können damit interagieren. Okay, das ist irgendwas gebraucht. Ah, okay, wir können ihn wegschieben. Perfekt. Dann da hoch und hier rüber. Und hier runter. Warum werden hier Menschen in einem Wald abtransportiert? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Müssen wir hiermit auch wieder interagieren? Ich glaube, da oben hat der Hund uns bemerkt. Müssen wir... Ist das richtig, was ich... Oh nein! Boah, ich dachte schon, das Ding fällt auf mich drauf. Ah, okay. Jetzt. Nein, doch nicht. Ah, es klappt. Oh, da sind wieder ganz viele Spezialeinheiten. Oh nein. Oh Gott, da kommt ein Hund. Ach du Scheiße. Oh Gott, 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 oh Gott. Spring! Boah. Boah, das... Alter, der sieht ja richtig gefräßig aus, diese Bestie. Guck mal, dieser Lieferwagen. Ich habe übrigens ein... Ey, dieser Wald ist so wunderschön. Leute, ich liebe kleine Indie-Titel, die einfach nur eine wunderschöne Grafik haben. Ich weiß nicht wieso, ich liebe das. Es passiert ja nicht viel in dem Spiel, aber es ist einfach so atmosphärisch. Ich habe voll die Gänsehaut, ich weiß nicht wieso. Auch wenn ich gar keinen Plan habe... Ich höre ein Auto. Auch wenn ich einfach gar keinen Plan habe, was hier abgeht. Ist das so... Kann das sein, dass das Auto da jetzt... Wenn ich stehen bleibe, hört das Auto auf zu fahren. Oh mein Gott, das rollt, wenn ich... Das rollt immer weiter, wenn ich gehe. Die kommen jetzt da... Ich wusste es. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Guckt mal, unten ist eine Höhle. Müssen wir da rein? Oh mein Gott. Aber ich frage mich, warum diese Kreaturen was von uns möchten. Wir sehen aus wie ein ganz normaler Junge. Was können wir denn schon verbrochen haben? Oh Gott.
Ist der gerade ausgestiegen? Bin übrigens immer noch erkältet, Leute. Das kriegt diese Erkältung einfach nicht weg. Oh nein. Okay. Oh Gott. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Laufen. Alter, der hat eine Schusswaffe. Der hat eine Schusswaffe. Spring. Runter. Oh Gott. Ach du Scheiße. Die schießen auf uns. Oh mein Gott, da kommen drei Hunde. Und spring! Guckt euch diese Grafik an und diese Animationen. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Unbeschreiblich schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Guck mal, das ist so ein richtiges Yoshi-Bild. Ich weiß nicht wieso. Es gibt immer so Bilder, die ich male und einfach die ich mag. Das sind meistens immer so Bilder, wo irgendwas im Hintergrund schwarz-weiß ist. Zum Beispiel wie ein Junge auf einem Auto sitzt oder so und in den Sternenhimmel guckt oder so. Solche Sachen male ich immer. Und irgendwie ist das so ein Yoshi-Style-Spiel, finde ich. Was seid ihr denn? Sind das Schweine? Oh mein Gott. Was ist das hier für eine Welt? Wo sind wir hier, verdammt? Guck, das wäre zum Beispiel jetzt ein Yoshi-Bild. Wenn er jetzt einfach in den Himmel gucken würde und alles ist so am Regnen und so. Das wäre einfach so ein typisches Yoshi-Bild. Ich weiß nicht wieso, aber ich liebe solche Arten von Bilder. Und das ist ein Maisfeld. Der Ton übrigens auf meinem neuen Headset ist wunderschön. Dieser Regen hört sich so geil an. Ich hoffe, das hört sich bei euch auch genauso an. Denn das hört sich wirklich wunderschön an. Was war das? Was war das da auf dem Boden? Was war das da auf dem Boden? Guck mal, was läuft denn da? Eine Maus, wie süß. Oh, hier kommt eine Farm oder sowas ähnliches. Sind das Mäuse oder sind das Küken? Das sind Küken. Guck mal, wie erschöpft unser Spieler schon ist. Mich würde das mal interessieren, ob das ein Mädchen oder... Also, ne, es ist wahrscheinlich ein Junge, würde ich mal sagen. Wegen den kurzen Haaren und so. Wegen dem Gang. Aber ob wir jetzt ein Junge sind oder ein Mann. Es könnte beides sein. Guckt mal, warum folgen uns so viele Küken? Hat das irgendwas zu bedeuten? Die wollen irgendwas von uns. Alleine die Soundkulisse ist der Wahnsinn. Okay, ich dachte, das bringt mir jetzt irgendwas. Ich glaube nämlich, wir müssen... irgendwie diesen Heuballen von da oben runterkriegen. Kommt mal her, ihr süßen Kükis. Wir nehmen die einfach mal mit. Guck mal, saugt der das ja auf dem Boden ein? Der saugt jetzt aber kein Hühnchen, kein Dingens ein, oder? Und schießt das da hoch, oder? Doch. Oh mein Gott, muss ich das wirklich machen? Scheiße. Warte mal, ich glaube, ich muss die Küken... Guck mal, am besten, wir gehen nach hier,
Springen über die rüber. Okay, ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, das ist sogar wirklich richtig, so absurd es gerade klingt. Oder können wir da einfach hoch? Naja, okay, das war klar. Kommt mal näher, ihr Küken. So, und dann springen wir einfach mal drüber. Und dann laufen wir einfach mal ganz schnell und saugen die jetzt einfach ein. Wupp, 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 wupp. Wie süß ist das denn? Das hat geklappt. Dankeschön für eure Hilfe, Kameraden. Es ist aber auch am Schütten, ne? Was ist los in dieser Welt? Und warum ist hier alles tot? Und warum ist hier niemand? Sind das Würmer? Die kommen... Ach ja, die kommen raus wegen dem Regen wahrscheinlich. Na, ihr Würmer. Ich will mal gerne wissen, was hier passiert ist. Ich habe echt keine Ahnung, wovor wir flüchten oder warum wir hier langlaufen. Ist da ein Wurm in dem Schwein drin? Das ist ja eklig. Oh, oh Gott, du lebst ja noch! Oh, what? Warum bringst du mich denn um? Ich habe dir doch gar nichts getan. Ja. Was mache ich denn gegen ein wild gewordenes Schwein? Okay. Okay, genau sowas mache ich. Okay. Du darfst mich bloß nicht kriegen. Du darfst mich bloß nicht kriegen. Oh, okay. Da ist aber auch angepisst, ne? Ich habe ja leider keine Ahnung. Warum ist da ein Wurm? Wurm, geh da raus! Guck mal, ist da ein Mensch? Kann ich da nicht hochgehen? Guck mal, hier sitzen Menschen. Schwein. Ich glaube, ich brauche dich. Krank. Oh mein Gott, ich kann nicht steuern. Oh mein Gott, wie krank ist das? Aber was muss ich denn jetzt machen? Ah.
Boah, das ist ja voll krass. Boah, Entschuldigung, Entschuldigung. Oder sollen wir ziehen? Ziehen. Was war denn das gerade? Das war voll krank. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit der allerersten Folge von Inside. Ihr möchtet mehr sehen, lasst es mich wissen. Schreibt mir in die Kommentare. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Auch wenn es einfach nur ein typisches und ja, ein komplett klassisches Gameplay war. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hoffe natürlich, ihr hattet genügend Unterhaltung. Und ich würde sagen, ja. Vielleicht sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Verbreitet Liebe, Frieden, alles andere auf der Welt. Euer Yoshi. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.